Ich muss euch etwas sagen. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, endlich kann ich mit euch die Neuigkeiten teilen. Und ich bin sehr aufgeregt, aber ja, es ist endlich Zeit, dass ihr es auch erfahrt. Es sind Neuigkeiten, die mein Leben schon etwas verändern werden oder sehr stark verändern werden. Und ja, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und es ist Zeit. Ihr habt natürlich viel spekuliert auf Instagram. Und ja, was ist es wohl? Was ist es wohl? Viele Möglichkeiten gibt es. Es gibt eine Urlaubsankündigung, schwanger, Hochzeit, Umzug, neuer Job, etc. etc. Es gibt ja viele Möglichkeiten. So, dann hauen wir es mal raus. Also, könnt ihr den sehen? Das ist einfach ein Disney-Ring. Also, den habe ich mir ein bisschen in Paris gekauft. Ich bin nicht verlobt und es wird auch keine Hochzeit geben. Ja, aber ich möchte euch ein bisschen auf die Folter spannen. Dann muss ich mal aufstehen. Und nein, ich bin auch nicht schwanger, was viele erwartet haben. Also nein, da ist nichts. Da waren jetzt nur meine zwei Kissen drin. Ja, was könnte es denn jetzt noch sein? Ich will euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Dazu entblöße ich mich mal, weil unter dem Hoodie liegt die Antwort. Könnt ihr es lesen? Da steht Switzerland drauf. Ja, ich werde... da verschlägt es mir schon die Sprache. Ich werde auswandern in die Schweiz. Ja, es ist soweit. Ihr wisst ja schon länger, dass mein Freund, mein Lebensgefährte in der Schweiz ist, dort arbeitet. Seit jetzt über 2 Jahren führen wir eine Fernbeziehung, was eigentlich super läuft. Also wir können uns nicht beschweren. Wir sind beide fein mit der Situation. Es hätte auch länger gehen können. Aber es hat sich jetzt eine Möglichkeit für mich ergeben. Und zwar habe ich einen neuen Job angenommen. Ich werde auswandern, natürlich einerseits natürlich für den Freund, aber auch für den Job. Also ich werde, das ist halt so, in der Schweiz darf man nicht ohne Job oder genügend Vermögen, darf man leider nicht länger als 3 Monate in der Schweiz wohnen. Es hat sich die Möglichkeit ergeben und ich bin sehr happy über diesen Job. Es ist tatsächlich der Job, den ich schon immer machen wollte. Und ich darf mein Hobby zum Beruf machen. Ähnlich wie Daniel, aber natürlich in einer ganz anderen Schiene, werde ich Social Media Manager werden. Diese Möglichkeit hat sich mir ergeben, habe ich ergriffen und am Ende habe ich die Stelle bekommen und ich bin sehr glücklich darüber. Was, wie, wo genau, erzähle ich euch gleich noch. Ja, wie ihr wisst, mache ich ja gerade noch meinen Master in Logistik und Supply Chain Management und während des Studiums dachte ich schon, eigentlich hättest du was anderes studieren sollen, und zwar Marketing. In den letzten 4 Jahren ist ja mein Social Media oder meine Social Media Kanäle gewachsen und ich habe immer gemerkt, es macht mir immer mehr Spaß. Meine Passion liegt in diesem Bereich und ich wollte es unbedingt zu meinem Job machen und ich habe aber nicht den passenden Hintergrund dazu, also ich habe nie die Ausbildung dazu erfahren und dann ist es schwierig, die Chance zu bekommen, einer Firma zu beweisen, dass man es doch drauf hat. Und ja, deswegen hat mir die Firma Venivia die Chance gegeben. Venivia ist eine Firma, die machen interaktive Livestreams und auch Online-Shopping-Erlebnisse. Also eigentlich genau mein Themengebiet. Also ich bin sehr gespannt, ich freue mich sehr. Ja, wie gesagt, also ich freue mich sehr. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Wann geht's los? 1.12. ist das Startdatum für meinen Job. Und ja, habe auch schon meinen Job bei DHL gekündigt. Es wissen auch schon alle Bescheid, deswegen hat es auch ein bisschen gedauert mit dem Ankündigungsvideo. Ich musste erstmal meine Arbeit natürlich darüber informieren. Und alle sonstigen Leute aus dem privaten Kreis, Brina, Daniel und so, wussten es natürlich sofort, als ich die Stelle bekommen habe.
Es wird auf jeden Fall eine Umstellung werden. Ich habe eine Probezeit von 3 Monaten. Während der Probezeit werde ich bei meinem Freund wohnen und hier die Wohnung natürlich erstmal behalten, um zu gucken, ob es klappt, ob es nicht klappt. Ne? Man weiß ja nie. Man möchte jetzt nicht direkt mit Sack und Pack rüberziehen, weil das ist ja noch, auch noch eine Sache. Wir müssen dann mal gucken, in der Wohnung von meinem Freund können wir nicht zu zweit wohnen. Da passe ich mit dem ganzen Krempel, der hier drin ist, leider nicht rein. Also entweder müssen wir uns gemeinsam eine große Wohnung suchen oder ich suche mir erstmal vorübergehend was Eigenes. Habe uns noch nicht ganz entschieden. Und ja, aber die ersten 3 Monate während der Probezeit darf ich bei ihm unterkommen und behalte natürlich hier die Wohnung. Wenn es dann klappt, dann werde ich auch irgendwann Sack und Pack hier packen und in die Schweiz auswandern. Ja, großer Schritt. Natürlich ein lachendes Auge, aber auch ein weinendes. Ich werde meine Familie hier lassen, meine Eltern und natürlich auch meine Freunde. Jetzt. Also das ist tatsächlich der schwerste Part. Also das fällt mir tatsächlich am schwersten, meine Familie, meine Freunde hier zu lassen. Daria, Daniel und Brina natürlich. Wir werden uns nicht jedes Wochenende sehen können, aber ich werde, soweit es geht, versuchen, mit einigen Trips mitzumachen, ins Disneyland zu fahren. Da kommen wir zum nächsten Punkt. Disneyland ist knapp 6 Stunden entfernt mit dem Auto von meinem Freund. Und ja, der Flughafen ist halt direkt um die Ecke. Das heißt, ich werde wahrscheinlich dann ins Disneyland fliegen müssen. Nur mit Handgepäck, das wird auch nochmal eine Herausforderung, aber. Ja, ich werde natürlich alle hier sehr vermissen und starte in der Betrieb no da im Prinzip komplett neu. Den einzigen, den ich kenne, sind natürlich dann mein Freund und die Arbeitskolleginnen und Kollegen. Wird auf jeden Fall eine Umstellung. Neues Land, was ich ja schon jetzt ein bisschen kenne, aber andere Einstellungen. Ja. Es ist eine sehr, sehr krasse Veränderung und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ja, was soll ich noch sagen? Es wird mir schwerfallen, aber ich werde euch natürlich, wenn ihr wollt, auch bei dieser ganzen Reise mitnehmen. Ich werde vloggen, ich werde Videos machen zum Auswandern, wenn euch das interessiert, wie es ist, in der Schweiz zu leben als Deutsche. Und was man da so alles machen muss, beachten muss, bevor man jetzt auswandert. Ich kümmere mich jetzt schon um die Versicherungen. Musste meine Geburtsurkunde neu beantragen, weil die irgendwie verschlampt wurde. Und die brauche ich unbedingt für die Schweiz. Muss dann hier gucken, also wie gesagt, mit Versicherungen. Ich muss halt im Prinzip alles hier kündigen und alles hinter mir lassen und da komplett alles neu machen. Das Gute ist, dass mein Freund das ja schon mal hinter sich hatte vor über 2 Jahren und mir da natürlich mich da und natürlich unterstützen kann und weiß, was ich wo regeln kann. Aber erstmal bis 30.11. bei DHL arbeiten. Das wird mein letzter Arbeitstag, denn ich habe keinen Urlaub mehr und werde danach dem Arbeitstag direkt in die Schweiz fahren mit dem Auto und dann am 1.12. bei Vinivia anfangen. Vinivia ist übrigens in Zug, so heißt die Stadt und auch der Kanton, das Kanton. Oh Gott, jetzt fängt schon an. Und ja, mein Freund wohnt ja in Zürich, das heißt, ich werde pendeln müssen. Mit dem Auto dauert es knapp 40 Minuten, mit dem Zug wird es knapp 1 Stunde dauern und ja, so viel dazu. Jetzt wisst ihr Bescheid. Es wird Veränderungen geben. Ich werde wahrscheinlich auch nicht so jedes Wochenende irgendwo sein können, weil auch Vinivia hat am Wochenende tatsächlich Events, die sie stattfinden lassen, an denen sie teilnehmen. Und ich muss dann natürlich als Social Media da auch den Content kreieren, den wir dann auf den Social Media Kanälen posten werden oder ich posten werde. Und deswegen werde ich auch hin und wieder mal am Wochenende arbeiten müssen. Ähnlich wie Daniel. Also es wird sich ändern, aber es wird auf jeden Fall dann Content aus der Schweiz geben. Zum Thema Auswandern, Kosten. Ich weiß nicht, was euch dann alles interessiert, wenn ich da drüben bin oder da unten bin. Könnt ihr ja gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch für mich. Ich komme dann wieder näher zu meinem Freund, was natürlich super ist für unsere Beziehung. Den Job, den ich unbedingt machen wollte, Social Media Manager. Ein Traum wird wahr, wirklich. Und dann auch noch in so einem Themenbereich, Livestreams und Fashion und Online-Shopping und so. Also das ist genau mein Ding und ich bin sehr gespannt auf die neue Zeit in der Schweiz. Ja.
Jetzt ist es raus, jetzt wisst ihr auch Bescheid und kann ich endlich offen drüber reden. Das war's. Mehr habe ich nicht zu sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns ganz bald wieder. Ciao.